heute ist doch Ostern. Ich gehe gleich mal Paul wecken, damit wir schnell Ostereier suchen können. Aufstehen, heute ist doch Ostern. Lass mich schlafen, Lotta. Komm schon, steh doch endlich auf. Mann, Lotta, ich hab doch Ferien. Lass mich doch bitte ausschlafen. Und wieso soll ich überhaupt aufstehen? Na, damit wir schnell Ostereier suchen können. Könnt ihr damit nicht auch noch bis nach dem Frühstück warten? Nein, ich will doch eben vor dem Frühstück Ostereier suchen. Ach, du lässt mich ja eh nicht in Ruhe. Warte, ich komme. Ich zieh mich nur noch schnell an. Super, bis gleich. Hallo, ich muss euch leider kurz stören, denn ich habe eine kleine Quizfrage an euch. Findet ihr in dieser Folge alle 5 blauen Eier, die ich versteckt habe? Ich bin ja mal gespannt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Guten Morgen. Guten Morgen, Paul. Wie hast du geschlafen? Eigentlich ganz gut. Das ist doch schön, wenn du gut geschlafen hast. Nur jetzt hat Lotta mich halt geweckt und ich hätte noch gut weiterschlafen können. Ich wollte halt schnell Ostereier suchen gehen, also. Apropos Ostereier, wenn wir jetzt eh schon alle wach sind, können wir dann auch rausgehen, Ostereier suchen. Also ich hätte nichts dagegen. Wollen wir es nicht lieber nach dem Frühstück machen? Nein, bitte jetzt. Ich bin auch für jetzt, weil dann können wir die gefundenen Eier zum Frühstück essen. Ja, du hast recht, dann gehen wir halt jetzt Ostereier suchen. Super, ich gehe schon mal nach draußen. Warte, Lotta, ich komme auch mit raus. Mama, kommst du auch mit raus? Ja, ich komme gleich mit den Zwillingen nach. Mal schauen, ob hier im Spielhaus was versteckt ist. Ha, ich hatte recht, ich hab's gefunden. Ich hab mein Osternest noch nicht gefunden. Lotta, schau doch mal da hinten irgendwo. Juhu, ich hab mein Osternest auch gefunden. Dann können wir ja endlich frühstücken. Halt, Erik, für die Zwillinge hat der Osterhase doch auch noch was dagelassen. Schau mal hier, Linus, ein Ei für dich und eins für Nora. Hier, schau doch mal, ob du schon eins in die Hand nehmen kannst, Nora. Ja, prima machst du das, kleine Maus. Und jetzt machen wir noch ein Familienfoto, ja? Ja, das war's schon mit unserer kleinen Geschichte. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Abonniert auch gerne unseren Kanal und lasst einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss!